Hier ist ein Hund in einer Güllegrube gefallen. Diese Güllegrube war fast leer, noch ca. zu 40 cm gefüllt. Der Hund befand sich in 3 Meter Tiefe. Zugang war nur durch einen Gullischacht, also sehr beengt, sodass nur eine Person einsteigen konnte. Ja, der Einsatz gestaltete sich insofern schwierig, das Tier so schonend wie möglich aus dieser Grube zu retten. Das gelang uns erst im dritten Anlauf mit einer sogenannten Rettungstragetuch, woraus wir eine Rettungswindel gebaut haben und dann den Hund quasi im dritten Anlauf dann schonend aus dieser Grube retten konnten. Naja, ist relativ zeitintensiv. Wir haben jetzt hier gut 90 Minuten für diese Rettung verbracht. Erstens, das Tier muss ja beruhigt werden, muss entsprechend Vertrauen zu den Einsatzkräften herstellen, dass meine Einsatzkräfte halt auch nicht gefährdet werden. Wir mussten dadurch, dass es ja hier um Fäkalien ging, mit schweren Atemschutz, also umluftunabhängigen Atemschutz vorgehen. Es ist natürlich ein sehr beengtes Arbeiten dort unten, sehr anstrengend. Dann nebenbei das Tier zu beruhigen, ist natürlich nicht so einfach. Ist uns aber gut gelungen, das Tier ist sehr zutraulich gewesen und wird jetzt aktuell durch die Einsatzkräfte noch erst versorgt, bis hier der Tierarzt dann hoffentlich bald eintrifft. Man will natürlich helfen, ob nur Mensch oder Tier. Das ist ein Lebewesen, was in Not geraten ist. Und ist natürlich ein Einsatz, der jetzt nicht mental so belastet wie manch anderer Einsatz, aber nichtsdestotrotz fühlt man ja doch mit dem Tier und möchte so schnell wie möglich und gut helfen können. Wir hoffen, euch hat auch dieses Video gefallen. Lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Du bist auch Videoreporter, Kameramann, Videojournalist. Wir suchen bundesweit zum Ausbau unseres Teams nach hochkarätigem Personal. Den Link zur Bewerbungsseite findest du unten in der Videobeschreibung.